abgerundet werden, eine Ausstellung, wo darüber nachgedacht werden soll. Und ich glaube, das sind auch Beispiele dafür, wie man damit umgehen kann, wie ein Museum in der Zukunft funktionieren könnte. Sicherlich ist das im größeren Maßstab denkbar. Es ist eine Idee in diese Richtung. Und wenn man jetzt reinkommt, und damit beginne ich mit der Installation von Nicolas Pelzer, hier neben mir. Wir haben uns überlegt, den gesamten Bereich, wenn man reinkommt, zum Haupteingang nach links, erstmal komplett leer zu räumen. Alle Skulpturen rauszunehmen, alle Einbauten rauszunehmen und dann eher die Wirkung, die nämlich vor allen Dingen daraus ja begründet ist, dass man diesen äußeren Glas, die Glaswände, diesen Glasring, wo auch der Name herkommt, Glaskasten, dass man den im Prinzip in den Außenraum gepflanzt hat. Man kann das daran immer noch sehr gut nachvollziehen, dass der Fußboden innen und außen der gleiche Waschbeton ist. Und dort hat jetzt Nicolas Pelzer eine Installation mit drei paravantartig aufgestellten Glaspaneelen aufgebaut. Und an der Stelle auch meinen herzlichen Dank an Herrn Hagen. Wo steht er? Da ist er, genau, weil ohne ihn hätten wir das gar nicht aufbauen können. Also das war ein Sponsoring, was ganz direkt geholfen hat. Und vielen Dank dafür. Also 2,60 Meter hohe Glaspaneele richtig hinzustellen, ohne dass sie zusammenkrachen und vor allen Dingen, dass sie auch gerade stehen, wenn man sich das anschaut, das ist schon eine Kunst und vor allen Dingen auch eine, die natürlich jetzt für ein paar Monate halten soll und eben auch Sicherheit. Ja, also es muss einfach sicher sein, dass sie da steht. Aber ich wollte eben deswegen, wenn man jetzt die vielen Menschen anschaut, die Eröffnung nicht dort oben machen, sondern hier am anderen gestandenen Ort. Nico Pelzer hat jetzt diese Glasstrukturen in einer Simulation entwickelt im Computer und hat sich davon leiten lassen, dass die Transparenz zwar auf der einen Seite gewährleistet bleibt, auf der anderen Seite aber natürlich schon ein bisschen, ist Material ja durchsichtig, aber trotzdem eben ein Material. Das heißt, es ist auch eine Barriere. Und die wird nochmal unterstützt dadurch, oder die Wirkung wird gesteigert und verändert, dadurch, dass er an drei Stellen große Stoffdrucke über das Glas herüberfallen lässt. Und auch diese Stoffdrucke sehen ja erstmal sehr abstrakt aus, beziehen sich aber auf das Innen und Außen. Nämlich an der, die Muster, die man dort erkennt, sind Detailaufnahmen, Fotografien, die er von drei Skulpturen gemacht hat, die direkt um das Rathaus hier stehen. Es ist einmal die Naturmaschine von Maczynski-Denninghoff, die große silberne, dann der Hans Arp und der Ulrich Rückrehm. Also jeweils Details von der Oberfläche dieser Skulpturen, die dann auf den Stoff aufgebracht worden sind und natürlich auch nochmal farblich verändert worden sind. Und dazu haben wir dann gemeinsam aus dem Bestand des Museums Skulpturen ausgesucht, die alle in dem Zwischenraum, in der Entwicklungsstufe stehen, vom Figurativen in Richtung Abstraktion. Etwas, was ganz typisch ist für die 1950er Jahre, und zwar durchaus international und eine ganz, und das Malermuseum hat eben einige sehr gute Exemplare aus dieser Zeit. Und wenn Sie dort rumlaufen und auch als häufiger Besucher des Museums, werden Sie nicht unbedingt alle Skulpturen kennen, weil die über das Stadtgebiet verstreut sind. Also die Skulptur ganz hinten von Rechier steht im Innenhof des Adolf-Grimme-Instituts zum Beispiel. Und der kleine Heilige auf dem Sockel, den habe ich jetzt auch das erste Mal im Original gesehen. Der steht nämlich hier bei einer Dezernentin im Büro. Und dann haben wir eben auch noch den großen Rick Butler, der im Innenhof des Museums steht, des Rathauses steht und von daher auch nicht von jedem jederzeit zu sehen ist. Also wir ziehen dafür dann eben auch immer mal wieder Skulpturen in das Museum und sie gehören ja zum Bestand des Museums und verteilen sie danach wieder auf die Stadt. Also auch da wieder eine ständige Bewegung. Es ist im Fluss, kann man sagen. Und dieser Gedanke, dass sich das verändert und wo man dann Beziehungen herstellen kann zu der Sammlung, ist eigentlich auch der Kerngedanke gewesen des inneren Glaskastens, da wo das Display von Erika Hock ist, das so schräg im Raum steht.
Ich habe mir nämlich überlegt, als ich bei einigen Mitgliedern des Freundeskreises war, in der Umgebung des Museums, ich habe mir überlegt, wie kriegt man die andere Art, mit Kunst umzugehen, nämlich in einer ganz persönlichen Weise, wie kann man das in den öffentlichen Raum des Museums transportieren? Und als ich dann bei Herrn Frognichwitz gewesen bin, bei